perfekt, das haben sie perfekt gemacht. Und wisst ihr Leute, ich habe am liebsten das Klima-T-Shirt unten drunter bei solchen Aktionen. Denn wenn ich da drauf gehe, dann stirb ich wenigstens in der Rüstung. Ja. So, es ist ja wunderschön, so durch die Natur zu joggen. Aber eigentlich würde ich lieber fahren. Das Leben ist doch einfach wunderbar. Auch wenn es manchmal nicht so läuft, wie man gerne hätte. Und wir haben Strom, wir haben zu essen, wir haben warm. Eigentlich haben wir es wirklich perfekt. So, also ich finde es wirklich fantastisch, was wir hier für ein wahnsinniges Luxusleben haben. Wir können hier Kajak fahren, aber hinterher der warme, trockene Sache. Multifunktionskleidung mit Hightech-Boote, Neopren-Druckanzüge. Und gleichzeitig ist es so, dass ich halt sage, boah, scheiße, gell? Wenn man in 30 Jahren hier ums Essen kämpfen muss und andere Menschen vielleicht töten müssen, in der 50 Jahre, dann ist es halt echt scheiße, dass man durch den Luxus diese wunderschöne Welt zugrunde richtet und damit unser angenehmes Leben zerstört. Und wenn man das jetzt so sieht, dass da drüber die Heizstrahler, wahrscheinlich mit Kohlestrom sogar noch Betriebe, außer die Terrasse unter der Markise ein bisschen erwärmen, dass da zwei, drei Leute sitzen, dann ist halt genau der Grund, der uns in den Abgrund führt. Und ich finde jetzt das Paddeln okay, ja,
Da hat man zwar Plastikboote, aber die halten ewig, mit denen kann man alles machen. Die kann man jetzt wieder schweißen. Und so Neopren ist jetzt auch nicht das, was die Welt umbringt. Da finde ich, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis schon gut. Aber jetzt so Heizstrahler auf der Terrasse, Leute, also ich weiß nicht. Also ich will es nicht. Ich mache das bei mir zu Hause nicht. Von daher überlegt euch, was ihr machen wollt, was Spaß macht, wo sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis lohnt. Und das andere Zeug vielleicht auch mal verzichten. Also jetzt nicht mit dem Flugzeug zu fliegen, spart eine Tonne CO2. Ja, da kann man viele Neoprens verbrauchen. Ja. Und da soll jeder machen, was er will, aber überlegt euch, was ihr machen wollt. So, lecker. Wisst ihr, wie beim Wildwasser-Kajakfahren ist es jetzt auch beim Weltretten so. Man muss überlegen, wo ist die Grenze. Also wenn ich jetzt im Januar auf die Autobahn sitze oder die Autobahn blockiere, dann ist das natürlich auch eine grenzwertige Sache, wo ich natürlich Probleme bekommen kann, Job verliere, Haus verliere. Und beim Wildwasserkajak ist das ja auch oft so, dass man an die Grenze paddelt und wenn es ganz dumm läuft, dann kriegt man einen auf die Schnauze. Und ich glaube aber, dass das wichtig ist, um die Welt zu retten. Ihr werdet die Welt nicht retten, indem ihr in der Komfortzone bleibt und indem ihr nicht an die Grenze oder vielleicht sogar über unsere Grenze hinaus wachse. Und da hat das viel gemeinsam, der Wildwassersport und das Weltretten. Aber wisst ihr, was geil ist am Klimawandel? Man kann am 30. Dezember bei milden Temperaturen wunderbar Wildwasser fahren. Und normalerweise friert man sich da echt den Arsch ab.